Mit dem T4-30 hat Holmer auch einen zweiachsigen Rübenroder im Programm. Mit 626 PS aus einem Mercedes-Motor ist er der leistungsstärkste zweiachsige Rübenroder auf dem Markt. Der Motor hat einen Hubraum von 15,6 Liter und erfüllt die Abgasnorm Tier 4 Final. Der Selbstfahrer hat zwei angetriebene Achsen und kann bis zu 30 Kubikmeter Rüben laden. Das Abbunkern eines vollen Tanks ist in 40 Sekunden möglich. Geerntet wird mit dem 6-Reigen HR-Rodeaggregat. Drei Siebsterne reinigen zusammen mit mehreren Wellenwalzen die Rübe säuberlich.